Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben, und willkommen zur Tagesbotschaft. Wir schauen, was der Tag so bringt an Infos für uns. Wow, das ist ja schon mal genial. Wir haben hier Unterstützung, die im Anmarsch ist, und hier die Freundschaft. Hier kann man also damit rechnen, dass man in jedweder Situation irgendwie Hilfe bekommt. Wir sehen hier das Universum drauf. Wir sehen ja auch die Menschen auf der Erde, die Engel, die aufgestiegenen Meister, die Ahnen. Und hier aber auch tatsächlich die Freundschaft, die hier unter die Arme greift oder die einfach wichtig ist für unsere momentanen Dinge. Der Schutzengel kommt mit an Bord, also wirklich Schutz hoch 10 auch hier, was ich natürlich sehr, sehr begrüße. In der einen oder anderen Situation fühlt man sich doch sehr alleine. Also das ist hier wirklich so eine Situation oder auch eine Ausgangsposition, die bringt so viel Hoffnung, denn hier ist wirklich niemand alleine, hier ist alles aktiviert, was aktiviert sein kann. Das Unterbewusstsein hat noch so die göttliche Führung mit drin und der Schutzengel hier auch auf der bewussten Ebene heißt auch tatsächlich, dass sich das Gefühl so einschleicht, dass man sich beschützt fühlt. Dass man den Glauben nicht verliert. Hier kann sein, dass es um Situationen geht, die haben mit euren Kindern zu tun oder die haben etwas damit zu tun, dass auch Kinder hier hilfreich unterstützen können. Möglicherweise habt ihr euren Kindern etwas gegeben und nun darf es zurückkommen. Möglicherweise geht es auch darum, eine Sache aus der Vergangenheit schon mal angefangen hat zu wirken, neu zu beginnen, in die Unterstützung zu kriegen. Wir haben hier das Thema Wahrheit und Integrität als sehr wichtig für uns und die Kommunikation, die hier auch zur Führung wieder führt, ne? Also achtet hier sehr auf das, was gesprochen wird, drückt euch aus, auch wenn ihr manchmal denkt oder wir manchmal denken, da sage ich lieber nichts dazu, das ist mir zu unangenehm, zu peinlich. Da, wo nichts authentisch ausgedrückt wird, kann sich nichts bewegen. Sprich, wenn ich es zurückhalte, hoffe ich, dass es von alleine funktioniert. Da gibt es doch auch dieses Sprichwort, nur wer redet, dem wird geholfen, sowas ähnliches. Möglicherweise erlebt man hier tatsächlich auch auf dem Weg der Genesung sehr, sehr viel heilende Momente, Leute, auf die man bauen kann, ein Umfeld, das tragfähig ist. Es kommt sehr viel genesender Charakter aus dem Umfeld heraus. Und überall da, wo Anspannung ist oder Hoffnungslosigkeit, sieht man hier die Gelassenheit. Bedeutet natürlich etwas, was angestrengt hat, etwas, was Kraft gekostet hat, unsichere Zeit, Anspannung wird hier abgegeben oder losgelassen. Nichts erzwingen ist ja auch ganz wichtig. Also den Dingen, so gut es geht, auch ihren natürlichen Lauf lassen. Und von diesem Punkt aus haben wir hier wieder die Kraft der Manifestation. Überhaupt ist das vielleicht auch ein wichtiges Statement hier. Wir dürfen Dinge loslassen, die nicht mehr tragfähig sind. Das Loslassen geschieht hier auf einem göttlichen Zeitplan.
Deshalb ist es hier auch wichtig, ne, gelassen zu sein. Wir können manche Prozesse einfach nicht aufhalten, ob wir wollen oder nicht. Und da die Schwere auch festzuhalten und nachher mit leeren Händen dazustehen, ist ja nicht Sinn der Sache. Wir haben hier unten noch mehr Schönes. Die nehme ich mal noch dazu. Die erfüllenden Menschen, die Seelengefährten, die einen unterstützen. Möglicherweise auch Menschen, die dir Fülle mitgeben in puncto Materie, wenn es irgendwie gerade schwierig ist oder wenn so Umbrüche auch in den Finanzen sind. Also sehr schön eigentlich. Gucken wir, was das Krafttier hier noch mitgibt. Das war sehr deutlich. Ja, die Schnecke, die Langsamkeit, einen Gang zurückschalten, in der Ruhe und Gemächlichkeit die Kraft finden, also gelassen sein auch, den göttlichen Zeitplan akzeptieren, nicht zu viel zu forsch nach vorne gehen. Auch hier, ne, tragen wir unser eigenes Zuhause auf dem Rücken. Und genau da liegt die Antwort, der nächste Schritt. Wenn wir uns in den Mittelpunkt unseres Zuhauses zurückziehen, uns nach innen wenden, verarbeiten, Dinge gehen lassen und sich neu ausrichten. Auch hier bei der Karte kommt die Kommunikation sehr zum Tragen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich Handlungen, Worte und Taten, die ausgesprochen werden, die gehört werden auch. Und hier geht es auch nicht darum, flüchtig zu sein oder Flüchtigkeit in den Vordergrund zu stellen, sondern hier geht es um das bewusste Stellen, Ausschalten von sinnlosem Geplappere. Es geht darum, auszudrücken, was hier Integrität und Wahrheit fordert. Mit der Schnecke kommt man einfach auch zur Ruhe, man gewinnt Kraft, man findet in die Mitte und von diesem Standpunkt aus kann man auch das Leben wieder besser bewerkstelligen. Mal weiter. Ja, der Apfelbaum. Egal, was hier los ist oder egal, welche Schwierigkeiten und Mangelgedanken da sind, wir sind mit allem versorgt, was wir brauchen. Wir dürfen in Dankbarkeit empfangen. Und der Apfelbaum bringt immer wieder frische Früchte hervor, weil es einfach so ist. Der Kreislauf des Lebens. Wunderbar, dann nehmen wir noch einen Engel. Oh, der Engel der Verkündung. Wunder manifestieren sich in deinem Leben. Also man kann sprichwörtlich zugucken, wie sich eine Situation in eine Richtung bewegt, die man so nicht erwartet hätte. Und hier kommt eben die Ankündigung dafür. Da hat schon viel Kampf stattgefunden und da darf man jetzt tatsächlich etwas abgeben, die höhere Macht mit einbeziehen, die ganzen Sorgen in Gottes Hände legen. Es wird von oben und von überall mit eingegriffen. Es geht darum, dass man mehr Energie in die Positivität steckt, statt in Angst und Zweifel. Dass man auch nicht verzweifelt über eine schwierige Situation nachdenkt, sondern dass man an dem Punkt wieder Visionen hat, alles sich zum Besten wendet. Und wenn man selber sich sagen kann, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, dann hat man ja auch fast gar nichts anderes mehr in petto, ne? Dann muss man abgeben lernen und das ganze Sorgengepäck einfach abgeben
Und auch zu verstehen, dass viele Sorgen, die man sich macht, energieraubend ist und nichts zurückbringt und auch keine Lösung herbeibringt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.